Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Cornelius von Lessen, energetischer Heiler. Also wir kümmern uns jetzt um die Talgzyste oder schön neudeutsch gesagt Atherom. Balkgeschwulst und Krützknoten, Krützbeutel, das sind alles die Begriffe für dasselbe Thema. Und zwar sind das so grießartige Ansammlungen in der Kopfhaut oben und bilden so kleine Beulen, die auch groß werden können. Kenne ich aus der Praxis, tatsächlich. Ich bin ja manchmal erstaunt, was ich schon alles gemacht habe. Da hatte ich also eine auch mit diesen Grießbeuteln. Das ist besser geworden bei ihr. Das weiß ich als Erinnerung noch. Sonst Heilversprechen darf ich nicht geben, wissen Sie. Das ist was anderes. Die dürfen wir und da müssen wir immer zum Arzt gehen. Ne? So, jetzt geht's los. Wer das hat, jetzt machen wir erstmal die dunkle Energie raus. Hallo. Jetzt gehen wir mal auf die Kopfhaut. Ach, wir machen das erstmal wie bei den Haaren. Es gibt ein Haarvideo und so ähnlich mache ich das jetzt auch. Aber ich mache gleich noch ein bisschen was dazu. Nehmen wir diese ganze Haarpracht mal ab. Alle Energien, die in dem Scalp sind. Ich brauche die Unterseite, deswegen habe ich das runtergenommen. Raus, 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 raus. Raus, 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 raus. Waschen wir die Kopfhaut mal. Die Ursache soll sein, eine Talgdrüse, deswegen auch Talgzyste, der Name, die verstopft ist und wo sich innerlich das dann so intern im Kopf aufpustet. Und dieser Talg, den wir normal produzieren, machen wir immer, sonst hätten wir keine fettige Haare, brauchen wir um Schutz, ist das praktisch, brauchen wir eine bestimmte Talgproduktion in der Kopfhaut. Und wenn das gestört ist, scheint die Ursache zu sein, laut Ärztin. Für mich ist ja alles energetisch. Ich gucke nach der energetischen Ursache. Alles raus, alles raus, alles raus, alles raus, alles raus. Und das ist dann nicht so schön, wenn man so Beulen auf dem Kopf hat. Ne? Von den Ärzten, das hat mir die damals auch erzählt, die Kundin, die schneiden das auf, drücken diese Flüssigkeit raus und dann wird es dann wieder zugemacht. Haben wir natürlich immer so einen Riss in der Kopfhaut. Ne? Deswegen machen wir das gleich anders, damit sie sich diese Schneideoperation Prozedur möglichst sparen können. So, jetzt fühlt sich's besser an. Noch einmal waschen, noch einmal alle Energien. Gut. Heilungsöl von der Unterseite rauf und die Kopfhaut wieder schön angepasst. Alle Nähte nahtlos wieder verschweißt. Jetzt gehen wir auf so ein Atherom, Talgdrüsenzyste, und nehmen mal diese Öffnung. Also machen wir mal die Energie aus dieser Talgdrüse raus, die diese Verirrung dann hat.
Also alle, die das machen könnten, ist ja klar, wir wollen ja nicht nur eine Stelle behandeln. Bitte ich um Heilung, das ist jetzt hier der Fall. So, und überall, wo so Dinge sind, da mache ich mal einen kleinen Schnitt, dass die ganze Taggeschlechter oder öffnen wir diese Tagdrüsen von oben. Alle Verschlüsse werden jetzt geöffnet, sodass diese Tagflüssigkeit seinen normalen Weg gehen kann. Das tut sie auch, sonst hätten wir nicht dieses Haarpflegemittel. Diese Talgdrüsen sind, glaube ich, überall. Die sind überall. Die ganze Haut ist mit Talgdrüsen übersät, nach meiner Meinung. So, noch einmal die Master-Talgdrüse. Raus. Jetzt wird es so langsam. Jetzt, glaube ich, Leichtigkeit, gute Durchdringung der Kopfhaut, dass die Talgdrüse auch nach außen hin ihre Wirkung tun kann. Ist das etwas mit Hormonstörungen zu tun? Dann gucken wir mal, wo kommt das Hormon her. Nehmen wir mal diese Hypophyse. Alles, was auf der Hypophyse ist. Raus.
So. Noch eine Drüse. Ja. Eierstock. Links, rechts und links. Noch eine Drüse? Nein. Kommt ja immer Energien raus, da muss ich husten. So, wie weit ist das Problem gelöst? Ja. Alles, was noch in der Kopfhaut ist, nehmen wir nochmal oben drüber die Energie von der Kopfhaut raus. Wir sind ja Wesen, die weit drüber hinausgehen und da ist noch wie so ein Brett über dem Kopf ist da. Das mache ich jetzt mal weg. Mal ein paar Bomben hin. Sprengung des Brettes. Ist besser als das Brett vor den Augen. So. Das ist besser. So, wie sieht es jetzt aus? Das fühlt sich gut an. Denke ich schon. Bin ja gespannt. Ist natürlich ein Prozess, ne? Sie müssen das schon ein paar Mal gucken, das Video. Logisch, jetzt bitte ich nochmal um Heilung, damit es seine volle Wirkung entfalten kann. Und das Schöne ist, die Videos sind kostenlos. Also weder Andreas noch ich bekommen hierfür Geld. Rein weg für ihren Nutzen. Bisschen Werbeeinnahmen haben wir, aber das ist Peanuts, ne? In dem Fall Andreas, aber Cents. So, wie ist es jetzt? Ich find's gut. Jo, meine Damen und Herren, das soll's gewesen sein. Atherome, musst du ja erst das Wort richtig aussprechen können. Wird nämlich mit TH geschrieben. Talgdrüsenzyste und die anderen Namen habe ich alle erwähnt. Bin gespannt, falls Sie damit beschäftigt sind, schauen Sie es gerne an. Fühlt sich für mich energetisch besser an. Schreiben Sie mal einen Kommentar drauf, wie es bei Ihnen gewirkt hat. Das würde mich freuen. Machen Sie es gut. Mein Name ist Cornelius von Lessen. Bis demnächst.